Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von Defra Models. Willkommen zur Folge Nummer 2 für den Königstiger, frisch erschienen aus dem Hause Hachette. Wenn euch das ganze Modell einmal interessiert, dann, wie gesagt, sage ich euch nochmal die Adresse. Das ist www.königstiger-born.de. Könnt ihr euch gerne technische Daten etc. angucken und, wenn es euch gefällt, natürlich auch bestellen. Ja, wir werden in der heutigen Folge einmal diesen Blister hier abarbeiten. Es sind ein paar Kleinteile dabei und ich rate euch auf jeden Fall eine Pinzette oder eine ganz feine Zange euch zu holen, denn hier sind Muttern drin und ihr habt es im Stream gesehen, das ist auf jeden Fall eine Erleichterung, die Muttern da später festzudrehen. Also, wenn euch das Ganze gefällt, dann kommt doch gerne erstmal ein Stück näher und lasst auf jeden Fall unten auch ein kostenloses Abonnement hier auf diesem Kanal da. Und dann nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. So, das sind die Bauteile für Folge Nummer 2. Wir haben jetzt hier einmal das Turmdach Vorder- und Hinterteil, dann eine Panzerscheibe für den Aufbaulüfter, ein Deckel zur Nahverteidigungswaffe, ein Deckel zur Hülsenauswurfloch, ein Scharnier, drei Tragösen, dann haben wir Scharnierstifte, Schrauben BP, Schrauben AM und die angesprochenen Muttern. Zu den angesprochenen Muttern empfehle ich euch, eine Zange zur Hilfe zu nehmen. Ich nutze idealerweise hier so eine gebogene Zange. Sieht man vielleicht, ne? Da kommt man auf jeden Fall leichter auch um die Kurven rum. So, und zwar sollen wir nämlich auch gleich mit genau diesen anfangen. Wenn wir uns einmal hier eine von denen hier vornehmen, dann die Mutter dazu auspacken. So, und ich bin am Überlegen, ob man das vielleicht einmal hier vordrehen sollte, damit das die Farbe einmal grob vom Gewinde runtergeht. So kann man auf jeden Fall die Muttern bzw. die Stifte schon mal vorweg testen. So, das funktioniert wunderbar. Ich würde euch jetzt eine kurz zeigen, wie es funktioniert, und den Rest kriegt ihr dann sicherlich auch ohne meine Hilfe. So, und zwar haben wir jetzt hier zwei Löcher. Wo wir mal die Stangen einsetzen. Achso, und der dritte Bügel, der kommt dann hier auf das Teil noch drauf, ne? So, dann nehmen wir uns eine Mutter. Ich setze die immer idealerweise hier so in die Zange ein. So, falls während der akustisch unterbrochen wurde, dann lag es daran, dass ich gerade den Akku wechseln musste. So, also nochmal. Mutter in die Zange einklemmen, dann den Finger einmal hier drauf halten zum Gegendrücken. Ja, und dann sehen wir schon hier auf der Unterseite, wo die grünen Stifte sind. Da müssen jetzt die Muttern drauf geschraubt werden. Und ihr seht schon, das ist nicht gerade einfach. Aber machbar ist es, ihr habt es vielleicht im Stream verfolgt. Das Ganze machen wir jetzt nochmal, also pro von diesen Winkeln machen wir zwei Muttern drauf, also das Ganze jetzt noch einmal, zweimal und anschließend auf dem Teil nochmal dreimal. So, Lieben, ich hoffe, ihr seid nicht verzweifelt an den kleinen Muttern. Auch ich habe meine drei Teile drin und damit können wir auch direkt fortfahren. Und zwar brauchen wir als nächstes diesen Deckel hier. Der wird jetzt hier eingesetzt. Und zwar müssen wir jetzt hier aber ein bisschen mit der Lackierung aufpassen, dass er quasi nicht so rum festgemacht wird, ja, sondern
richtigerweise so rum. Wenn wir den einrasten, dann können wir jetzt mit den zwei beigefügten BP-Schrauben den Deckel von unten einmal festdrehen. So, wenn der Deckel dann festgeschraubt ist, dann nehmen wir uns dieses kleine Plastikteil. Das hat hier unten zwei Füßchen dran. Und mit diesen Füßchen müsst ihr schauen, eins ist klein, eins ist groß. Und das Ganze dann gleich hier eingesetzt. Wir nehmen uns bloß ein bisschen Klebstoff zur Hilfe, damit es da auf jeden Fall auch sicher hält. So, dann geht es weiter, indem wir uns jetzt hier dieses Bauteil einmal vornehmen und lokalisieren einmal diese Stelle hier. Jetzt muss ich gerade nur noch mal schauen, wie es war. Ne, die Stelle hier. So. Und schrauben jetzt hier dieses Bauteil ein. Und zwar so, dass hier diese Winkel oder diese Scharniere an dem Ring sind. Stecken wir das jetzt hier einmal von unten durch. Fixieren das jetzt hier oben mit einer Schraube AM. Dann drehen wir das Bauteil einmal rum. Nehmen jetzt hier unseren Deckel, fügen den jetzt hier so ein und nehmen dann hier so einen Sicherungssplint oder so einen Stift, schieben den einmal hier seitlich ein. So, und dann wird er bloß noch hier vorsichtig reingedrückt. So, das hat wunderbar funktioniert. Und damit sind wir für die Ausgabe Nummer 2 fertig. So, Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr baut es hoftentlich auch, damit ihr genauso viel Bauspaß habt wie ich, denn es macht schon Bock, das Ganze hier zu bauen. Wenn man die ganzen Bauteile jetzt hier mal so provisorisch zusammenfügt, alle, dann kommt man hier schon ziemlich weit mit dem, was man eigentlich schlussendlich dann so nachher dann als Modell sieht. Also das macht schon echt was her. So, zack, dann hier noch einmal das Rohr durchgesteckt. So, und schon kann es hier eigentlich fast losgehen, oder? So. Okay, also macht wirklich Spaß zu bauen, ist mal was anderes. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachbauen und hoffentlich sehen wir uns zur nächsten Folge Nummer 3 wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.